Und der Nobelpreis für den Beweis der Kollatz-Vermutung geht an... Dein Name wird aufgerufen. Alle stehen auf und applaudieren dir zu. Es gibt ein Feuerwerk zu deinen Ehren. Es ist so laut, dass du mitten in der Mathestunde aufwachst. Tja, für dich gibt es heute keinen Nobelpreis für Mathematik, denn niemand, nicht einmal du, konnte bisher diese Vermutung beweisen. Und darum geht's. Wähle eine Zahl zwischen 1 und 9. Nehmen wir die 5. Da die Zahl ungerade ist, multiplizieren wir sie mit 3 und addieren 1. 15 plus 1 ergibt also 16. Diese Zahl ist gerade, also teilen wir sie durch 2. Diese Vorgehensweise wenden wir auf jede weitere Zahl an, die wir erhalten. 16 geteilt durch 2 ergibt 8. 8 geteilt durch 2 ist 4. 4 geteilt durch 2 ist 2. 2 geteilt durch 2 ist 1. Ganz einfach, oder? 1 ist eine ungerade Zahl, also multiplizieren wir sie mit 3 und addieren 1. Das ergibt wieder 4. 4 geteilt durch 2 ist 2, 2 geteilt durch 2 ist wieder 1. Das können wir ewig weitermachen und landen jedes Mal bei 1. Wir stecken in diesem Zyklus fest. Das Problem ist, dass wir die Natur der Zyklen nicht vorhersagen können. Er kann kurz sein, wie dieser hier, oder super lang. Aber in jedem Fall kommen wir am Ende bei 1 an. Das Spannende daran ist, dass in der Mathematik bisher noch niemand beweisen konnte, dass es keine Zahl gibt, die den Zyklus durchbricht und nie zu 1 führt. Es könnte eine riesige Zahl sein, die in einer Schleife stecken bleibt und nie 1 erreicht oder ins Unendliche geht. Die Kollatz-Vermutung, die auch als 3x plus 1 Problem bezeichnet wird, stellte Dr. Lothar Kollatz 1937 auf. Er widmete ihr viel Zeit beim Versuch, sie zu beweisen. Aber dieses scheinbar einfache Problem können kluge Köpfe seit über 80 Jahren nicht lösen. Es heißt, dass der Beweis selbst für die heutige Mathematik unerreichbar ist. Diejenigen, die sich daran versucht haben, raten jungen Mathematikern, ihre Zeit nicht damit zu verschwenden. Aber wenn du es versuchen willst, fang bei 300 Trillionen an. Diejenigen, die es vor dir versucht haben, haben es bereits mit jeder Zahl, die kleiner ist als diese, durchprobiert. Musstest du schon mal ein Sofa in eine neue Wohnung tragen, dann kennst du wahrscheinlich dieses berühmte ungelöste Mathe-Problem. Der Flur macht eine Biegung und du musst dir überlegen, wie du dein Sofa um die Ecke kriegst. Mit einem kleinen Sofa ist das kein Problem, aber deins ist riesig. Ja, es wird genau hier stecken bleiben. Wie groß darf es also sein, damit es um die Ecke passt? Die größtmögliche Fläche, die bei diesem Problem um die Ecke passt, wird Sofakonstante genannt. Die Ecke ist ein 90-Grad-Winkel und 1 steht für die Breite des Ganges. Das ganze Problem ist zweidimensional. In der Mathematik kann immer noch niemand sagen, wie groß das Sofa maximal sein darf, damit es um die Ecke passt. Es kann jede Form haben, aber nicht rechteckig. Einige Sofas sind einfach zu groß, andere passen noch mit etwas Spielraum rum. Die Sofakonstante liegt also irgendwo zwischen 2,2195 und 2,8284. Die Zwillingsprimzahlvermutung ist so einfach, dass sie jeder verstehen kann, aber selbst die klügsten Köpfe der Welt können sie nicht beweisen. Eine Primzahl ist jede Zahl größer als 1, die nur durch 1 und durch sich selbst teilbar ist. Wenn du eine lange Liste mit allen Primzahlen erstellst, wirst du zwei Dinge feststellen. Erstens, sie werden immer seltener, je größer sie werden. Primzahlen machen 25% aller Zahlen zwischen 1 und 100 aus, aber nur 5% aller Zahlen zwischen 1 und einer Milliarde. Zweitens gibt es eine große Anzahl von sogenannten Zwillingsprimzahlen. Das sind Paare von Primzahlen, die sich um 2 unterscheiden. 3 und 5, 5 und 7, 11 und 13, das sind alles Zwillingsprimzahlen. Die Frage ist, ob diese Zwillinge auch weniger werden. Vor über 2300 Jahren bewies der berühmte griechische Mathematiker Euklid, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Es ist also möglich, dass auch die Zwillingsprimzahlen unendlich sind, aber dafür gibt es noch keinen Beweis. Mal sehen, wie gut du dich an deinen Matheunterricht erinnerst. Sagt dir das was? Die drei Buchstaben stehen für die drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks. In einem pythagoreischen Dreieck sind alle drei Seiten ganze Zahlen. Wenn wir es dreidimensional machen, gibt es 4 Zahlen. In unserem Beispiel sind das A, B, C und G. A, B und C sind die Abmessungen der Kanten und G ist die Diagonale, die von der oberen Ecke zur gegenüberliegenden unteren Ecke verläuft. In einigen Boxen sind alle drei Seiten und die Diagonale ganze Zahlen.
Aber was ist mit den restlichen drei Diagonalen auf den anderen drei Flächen? Können alle 7 Zahlen ganze Zahlen sein? In der Mathematik wird versucht, diesen einen perfekten Quader zu finden, aber es ist bisher noch niemandem gelungen. Man konnte auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Die Suche geht also weiter. Das Happy-Ending-Problem erhielt seinen Namen nach dem, was es für die beiden Mathematiker wurde, die daran arbeiteten. Sie heirateten, konnten das Problem aber trotzdem nicht lösen. Wir machen 5 Punkte in beliebiger Reihenfolge auf dieses Blatt Papier. Ich mache einen hierhin, einen dorthin und noch einen hierhin und 2 dahin. Okay, fertig. Jetzt versuchen wir, 4 der Punkte so zu verbinden, dass sie eine Form mit 4 Seiten bilden, bei der alle Ecken kleiner als 180 Grad sind. Das hat geklappt. Versuchen wir es noch einmal und ordnen die Punkte neu an. Ja, es hat wieder geklappt. Sieht so aus, als könntest du diese Figur immer bauen, egal wie du die Punkte anordnest. Aber was ist, wenn du mehr als 4 Seiten hast? Wissenschaftlich wurde bewiesen, dass du für ein Fünfeck, also eine fünfseitige Form, 9 Punkte brauchst und für ein Sechseck 17 Punkte. Was größere Formen angeht, so kennt niemand die genaue Anzahl der Punkte oder die Formel, mit der diese Anzahl für jede Form berechnet werden kann. Falls du eines oder alle der genannten Probleme lösen möchtest, dann solltest du vorher dein Gehirn trainieren. Lass uns mit einer einfachen Aufgabe zum Aufwärmen beginnen. Wenn 1 gleich 4, 2 gleich 4, 3 gleich 4, 4 gleich 4, 5 gleich 4 ist, was ist dann 6? Hier musst du nur die Anzahl der Buchstaben der Zahlen zählen. Die richtige Antwort ist also 5, denn das ist genau die Anzahl der Buchstaben, die die Zahl 6 hat. Ein Künstler arbeitet an einer Installation, bei der er Platten aufs Wasser legt. Jeden Tag verdoppelt er die Anzahl der Platten. Wenn der Künstler 48 Tage braucht, um den gesamten See mit Platten zu bedecken, wie lange dauert es dann, bis er die Hälfte des Sees bedeckt hat? "24" ist nicht die richtige Antwort. Es sind 47. Da sich die Anzahl der Platten jeden Tag verdoppelt, bedeckt er den See an einem Tag zur Hälfte, bevor er am nächsten Tag komplett bedeckt ist. Dieses Auto verdeckt eine Parkplatznummer. Kannst du sagen, welche? In Hongkong hat man diese Matheaufgabe an 6-Jährigen getestet. Kommst du auf die Antwort? Diese Aufgabe erfordert keine mathematischen Fähigkeiten. Du musst nur das Bild auf den Kopf stellen, dann weißt du, dass die richtige Antwort 87 ist. Bereit für eine knifflige Aufgabe? Du gehst klettern. Der Berg wird nach oben spitz, deine Kletterstrecke ist also steil. Die Entfernung zum Gipfel beträgt 100 Kilometer. Du steigst jeden Tag 2 Kilometer auf. Aber wenn du dich in der Nacht ausruhst, rutschst du einen Kilometer zurück, weil der Berg steil ist. Erinnerst du dich? Wie viele Tage wirst du brauchen, um den Gipfel zu erreichen, um deine Fahne darauf zu hissen? Die richtige Antwort lautet 99 Tage. Du legst jeden Tag 2 Kilometer zurück und ziehst davon die Strecke ab, die du in der Nacht verlierst. Dein täglicher Fortschritt beträgt also 1 Kilometer. Das heißt, in 98 Tagen legst du 98 Kilometer zurück. Du erreichst dein Ziel am 99. Tag, wenn du die letzten 2 Kilometer erklommen hast. Diese Gleichung ist falsch, aber wenn du nur eine Linie an der richtigen Stelle ziehst, ist sie zu 100% korrekt. Wo sollte diese Linie sein? Sie gehört auf eines der Pluszeichen. Jetzt ist die Gleichung korrekt. Es gibt 3 Zahlen. Egal, ob du sie addierst oder miteinander multiplizierst, die Antwort ist immer dieselbe. Welche Zahlen sind es? Es sind 1, 2 und 3.